Jetzt muss ich mich wieder ohne Intro reinmoderieren, das ist blöd. Herzlich willkommen im Presswerk, heute live auf dem WordCamp in Soltau. Vor Publikum, und zwar erstaunlich viel Publikum. Hallo Publikum! Ihr dürft Geräusche machen, es ist ein Podcast. Keiner hört euch! Um Himmels Willen! Ich sitze hier mit Felix Arns. Hallo. Und wir sprechen über ein Thema, das Potenzial hat, sehr technisch zu werden. Ja. Fürchte ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wir versuchen, das irgendwie auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Es geht um eine Funktion, die sich, wie ich gestern belehrt wurde, Multi-Network nennt. Mhm. Bevor wir darauf kommen, Felix, sag vielleicht noch kurz in zwei Sätzen ein bisschen was zu dir, weil ich habe zwar ein Interview mit dir aufgenommen, aber das hier wird zuerst veröffentlicht. Okay. Ich bin Plugin-Entwickler, Core-Committer und an WordPress arbeite ich hauptsächlich an der Multisite-Funktionalität und bin ursprünglich dazu gekommen, weil ich mit einem Kunden gearbeitet habe, der tatsächlich Multi-Network benutzt hat. Und obwohl ich im Moment nicht mehr viel damit am Hut habe, so direkt, bin ich immer noch deswegen geschädigt davon und bin immer noch sehr stark so daran, da auch am Core so ein bisschen was zu verbessern. Auch wenn, kommen wir gleich noch mehr zu, dass oft meistens ein Edge-Case ist, dass man es nicht so braucht. Bevor wir zum eigentlichen Multi-Network kommen, sollten wir vielleicht auch noch erklären, was es mit dieser Multi-Site-Funktion überhaupt auf sich hat. Ja, genau. Also eine Multi-Site ist eine erstmal in WordPress komplett versteckte Funktion, die einem ermöglicht, mehrere im Prinzip separate Websites über eine WordPress-Installation laufen zu lassen. Das hat dann zum Beispiel so Vorteile wie, dass man nur einmal den WordPress-Update-Button klicken muss oder alle Plugins nur einmal updaten muss für alle diese Websites. Und sie gehen alle auf einmal kaputt. Genau, das ist der Nachteil. Diesen Nachteil, sobald man das macht, hat man auch eben mit anderen Dingen zu kämpfen, teilweise die dann etwas komplizierter werden, auf natürlich auch irgendwann die Skalierbarkeit etc. Aber ja, an sich für größere Setups verschiedener Art, da gibt es eben ganz verschiedene Use Cases, wofür man das einsetzen kann, können wir vielleicht auch gleich noch was genauer drauf eingehen. Ja, hat auf jeden Fall dann da schon seine Vorteile. Und eine große Sache, die auch noch sehr wichtig dabei ist, ist, dass alle Benutzer von einer Multisite für die gesamte Multisite gelten. Das heißt, wenn man irgendwie mehrere Websites hat, wo man dann aber dafür sorgen will, dass alle Nutzer mit den gleichen Nutzerdaten sich überall in diesen Websites anmelden können, dann hat das auch dann da schon diesen Vorteil. In welchem Fall gehe ich dann auf diese nächste Ebene mit der Multi-Network-Installation? Sind die Nutzer da auch komplett geshared über alle Installationen oder? Erstmal ja, also generell vom Datenbankschema, es gibt für eine ganze Multisite nur eine Datenbanktabelle für die Nutzer. Das ändert sich nie. Also während es bei einer einzelnen WordPress-Seite ist es ja so, dass für die Website eine Nutzertabelle gibt, genau wie es für den ganzen anderen Kram, Posts etc. Einzelne Datenbanktabellen gibt. Bei einer Multisite ist es dann so, dass für jede weitere Website diese Tabellen dupliziert, also beziehungsweise neu erstellt werden. Für jede einzelne Website kommen dann nochmal diese ganzen Tabellen nochmal dazu. Die User-Tabelle und auch dementsprechend auch die User-Meta-Tabelle sind dann die einzigen Ausnahmen, die bleiben für immer einmalig in dem ganzen System. Und dadurch hat man eben dann schon auf dieser Datenbankebene das erzeugt, dass User global sind. Das heißt generell erstmal, ja. Generell. Multi-Network lässt sich erstmal am besten so erklären, dass Multisite, ein anderes Wort für Multisite ist Network. Es ist einfach nur ein Netzwerk von mehreren Websites und Multi-Network ist dementsprechend dann mehrere Netzwerke von solchen Websites. Aber auch die laufen dann immer noch auf einem Setup. Da würde man sich dann wahrscheinlich erst einmal fragen, warum braucht man Multi-Network und nicht einfach mehrere einzelne Multisites? Oder eben, warum braucht man Multi-Network und nicht einfach eine riesige Multisite, wo dann alles zusammen in einem Pool ist? Multi-Network ist eben dann wieder noch eine weitere Abstufung, wo man dann im Prinzip eine Art hat, die Websites zu kategorisieren, aber nicht nur das,
das bietet eben zum Beispiel, wenn man Multisite mal ausprobiert hat, da gibt es zum Beispiel Features wie, dass man Plugins für das gesamte Netzwerk aktivieren kann oder generell für das gesamte Netzwerk bestimmte Einstellungen machen kann. Wenn man da dann aber merkt, dass man mehrere Gruppen von Websites hat, die in Sachen Plugins oder generell der Grundfunktionalität doch dann komplett anders und unterschiedlich funktionieren sollen und man merkt, das ist jetzt auch nicht für eine einzige Seite, sondern da sind vielleicht Gruppen von 20 Websites und dann 20 andere Websites, die funktionieren komplett unterschiedlich, da würde sich dann schon, da sollte man dann schon drüber nachdenken, da könnte man dann ein Multi-Network benutzen, wo man dann eben die Konfiguration für diese beiden Netzwerke separat vornimmt und dann hat man 20 Seiten im einen Netzwerk und die 20 anderen Seiten Sites im anderen Netzwerk. Das heißt, ich kann über das Multi-Network im Prinzip mehr Struktur in eine Multisite reinbringen. Genau, genau. Ist das der einzige Use Case? Ja, also im Prinzip, ich würde sagen, der Haupt-Use Case ist eben, dass man da die Funktionalität noch besser voneinander trennen kann, wenn die wirklich unterschiedlich ist, weil man eben komplett unterschiedliche Verhalten definieren kann auch. Man kann auch zum Beispiel, wenn man etwas einführt wie Standardverhalten, wenn man eine neue Website erstellt, funktioniert so und so, dann will man vielleicht für das eine Netzwerk das so haben und man könnte zum Beispiel Dinge einprogrammieren, wie das automatisch bestimmte Einstellungen so gemacht werden und solche Dinge, die Funktion kann man eben wirklich dann pro Netzwerk einstellen. Mhm. Und intern für sich selbst ist es natürlich auch eine Möglichkeit der Kategorisierung. Man kann dann eben Websites per Netzwerk suchen, also man kann dann sagen, ich will nur alle Websites mal hier gelistet haben, die aus dem Netzwerk sind. Das alleine würde ich jetzt nicht, also wenn man das haben will, da würde ich jetzt nicht ein Multi-Network für machen. Das kann man auch sicherlich anders regeln. Aber ja, grundsätzlich, also ich würde sagen, der Hauptpunkt ist tatsächlich die Trennbarkeit, wenn wirklich unterschiedliche Arten von Funktionen, Grundfunktionen benötigt werden. Wie sieht das Ganze im Moment technisch aus? Es ist ein Teil der Funktionalität ist im Core, aber ohne Plugin komme ich an die Stelle im Moment noch nicht. Ist das richtig? Also im Core ist die praktisch, also ist fast erstmal nur die Datenbankstruktur. Mhm. Die Datenbankstruktur ist erlaubt theoretisch Multi-Network und das liegt daran, dass es gibt eine Datenbanktabelle in der die Netzwerke bzw. das eine Netzwerk bei einer Multisite gespeichert werden. Und ja, diese Datenbanktabelle heißt Site. Das klingt jetzt erstmal nicht so sinnvoll, aber das hat mit Legacy-Namensgebung zu tun, die wir nie mehr ändern können. Und ja, also generell, ich möchte einmal kurz zur Multisite diese Verwirrung auflösen. Es gibt eben, früher hat man in Multisite was man heute Websites nennt oder Sites, hat man früher als Blogs bezeichnet. Und das, was man heute als Network oder Netzwerk bezeichnet, hat man damals als Site bezeichnet. Und gerade Letzteres wirft dann sehr viel Verwirrung auf, wenn man dann Site sieht, dann muss man heute erstmal überlegen, meint das jetzt Netzwerk? Meint das Netzwerk, weil es alter Code ist oder meint es Site, weil es neuer Code ist? Da muss man dann immer auf den Kontext gucken und so. Und gerade das, wir wollen da irgendwie mal, zumindest wir wollen versuchen, da in dem, zumindest im ich sag mal, in den öffentlich sichtbaren APIs und so loszukommen. Mhm. Die Datenbanktabellen wird man wahrscheinlich nie ändern können, aber die soll man ja eh nicht direkt drauf zugreifen etc. Aber ist im Moment auf jeden Fall noch problematisch da und verwirrend. Was kann da schon schief gehen? nochmal zurück genau zu der Datenbanktabelle. Da ist halt, wenn man eine Multisite erstellt, wird einfach das Netzwerk, da steht dann drin zum Beispiel die Domain von dem Netzwerk und der Pfad von dem Netzwerk. Und da das eine Datenbanktabelle ist, hat man eben schon grundsätzlich den Gedanken, klar, da kann man dann noch mehrere Einträge drin speichern und das ist eigentlich schon der Grundgedanke, warum sich irgendjemand gedacht hat, ja, dann können wir jetzt auch da Multi-Network machen wahrscheinlich. Also das ist und Core selbst hat aber eigentlich, also im Core selbst ist das nirgendwo offengelegt. Es gibt auch tatsächlich fast keine API-Funktion, um dann zum Beispiel einfach als Programmierer sagen zu können, jetzt ein Netzwerk erstellen oder so, das geht nicht. Da müsste man einfach direkt was in die Datenbank manuell einfügen. Und natürlich dann auch keine Oberfläche, erst recht nicht. Also es gibt aber ein Plugin, was dann
oder mehrere Plugins vielleicht sogar, aber es gibt ein, ich sag mal, canonical, standardmäßig empfohlenes Plugin dafür, das heißt WP Multinetwork. Das wurde ursprünglich, ich weiß nicht, ob es ursprünglich ist, aber auf jeden Fall Hauptmaintainer ist jetzt mittlerweile John James Jacoby, der auch so ein Buddypress so beteiligt ist. Ja, und das Plugin fügt eben API-Funktionen in den Core, also ja nicht in den Core, aber fügt API-Funktionen hinzu, mit denen man dann Netzwerke im Prinzip verwalten kann und gibt dann auch eine Oberfläche, dass man einfach einen Menüpunkt hat, Netzwerke, da kann man ein neues Netzwerk erstellen, Netzwerk bearbeiten, Netzwerk löschen, genauso wie das halt eigentlich auch mit Sites in der Multisite funktioniert. Ist es denkbar, dass diese Funktion in den Core wandert irgendwann? Oder wird das auf absehbare Zeit so bleiben? Es gibt, also es ist sogar geplant. Mhm. Also was im Core passieren soll, ist, dass der Support für Multinetwork verbessert werden soll. Es gibt nämlich eben auch viele Punkte, wo jemand, der da irgendwas entwickelt hat, sich nicht mehr, sich darüber überhaupt nicht im Klaren war, dass es Multinetwork gibt. Das ist halt auch eben wirklich eben versteckt und unbekannt. Verrückt. Und ja, genau. Deswegen gibt es viele Stellen im Core, die nicht richtig Multinetwork-kompatibel sind, die dann zum Beispiel, wenn man allein so eine typische Sache ist, wenn man nicht weiß, dass es Multinetwork gibt und man will alle Sites im aktuellen Kontext haben, dann macht man eine Datenbankabfrage, gib mir alle Sites. Aber eigentlich braucht man eine Datenbankabfrage, gib mir alle Sites, die in diesem aktuellen Network sind. Mhm. Und das ist eine Sache, die dann oft schon einen Fehler aufwirft oder ein bisschen inkonsistent wird, genau. Okay, wir haben eine Frage aus dem Publikum. Thorsten Frommen ist vorbeigekommen und hat sich das Headset aufgesetzt. Genau, es wurde ja gerade gesagt, dass es ein Plugin gibt, was API-Funktionalität und so weiter integriert. Wie sieht es in Sachen WP-CLI aus? Gibt es da irgendwas, entweder offiziell oder Third-Party irgendwie für das Verwalten eines Multi-Networks? Es gibt, also das Plugin WP Multi-Network hat eigene WPCLI-Funktionen, also wenn man das Plugin installiert, dann kriegt man auch ein paar CLI-Kommandos, um genau diese Funktionalität zu nutzen. Was ich eben auch noch gesagt haben wollte, ist, dass eben jetzt geplant ist, API-Funktionen auch in den Core reinzubringen. Eine UI wird es im Core wahrscheinlich niemals geben. Das ist eben, das soll für immer Plugin-Bereich-Territorium bleiben. Aber wir wollen eben eine konsistente Basis-API zumindest in den Core bringen, die rudimentären Funktionen abdeckt und ja, unopinionated ist, sodass dann Leute weiterhin die verrückten Sachen damit machen können, die sie auch wollen. Aber eben die Basis soll einheitlich werden und so, dass dann zum Beispiel, irgendwann in der Zukunft dieses WP Multinetwork Plugin nur noch für die UI zuständig ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wird dann wahrscheinlich, sobald das in den Core kommt, wird auch wahrscheinlich WPCLI dann offiziell solche Funktionen einfügen, die sich an den Core lehnen. Es ist nämlich im Moment halt so, das Plugin fügt CLI-Kommandos hinzu, aber die sind dann natürlich schon, also die sind dann alle präfixt, also man muss immer schreiben WP-Multi-Network und dann erst, was man macht, weil das ist halt alles erstmal unter dem Plugin gescoped sozusagen. Mhm. Ja, aber ich denke, da passiert halt auch gerade einiges, dass das im Core verbessert wird. Bevor das Ganze in den Core wandert, sollte ich so mutig sein, Multinetwork schon einzusetzen oder ist das im Moment so? Ihr solltet Multinetwork einsetzen, wenn ihr einen Use Case habt und euch ein bisschen quälen wollt. Das klingt doch großartig. Nein, also es gibt eben wirklich manche Use Cases, die sich perfekt dafür eignen. Ich möchte mal so ein paar Sachen nennen, die so sehr typisch sind. Zum Beispiel Universitäten. Es gibt Universitäten sind ein ganz typisches Beispiel, wenn ein ganzes komplette Universität mit WordPress läuft. Es gibt eben einige solcher Fälle, das sind große, ich sag mal, Hauptnutzer von Multinetworks, die haben dann zum Beispiel für jede Fakultät ein Netzwerk
Und dann hat jede, ja, weil jede Fakultät jetzt schon alleine zig Sites hat, aber die wollen vielleicht komplett auch unterschiedliche Leute haben, die die Netzwerke verwalten. Das ist eben natürlich auch noch dann wieder ein Vorteil von Multinetwork, dass man dann für die gesamten Netzwerke unterschiedliche Leute festlegen kann. Mhm. Ja, sowas zum Beispiel, das ist eben ein typischer Use Case. WordPress.com ist auch ein Multinetwork. Auf mit einem sehr speziellen Use Case. Es gibt zwei Netzwerke auf WordPress.com. Das eine ist, die sind die Seiten, die Leute bei WordPress.com direkt erstellen, und das andere sind Monitors von all unseren euren Jetpack-Sites. Also ja, also die kann man natürlich nicht öffentlich aufrufen, aber WordPress.com speichert ja irgendwo, die muss ja auch irgendwo diese ganzen Sachen speichern, die da per API von Jetpack rübergebracht werden oder abgeholt werden, und das funktioniert alles in einem separaten Jetpack-Network. Das klingt ja großartig. Gut, dass für meine Jetpack-Seiten, da braucht man kein Netzwerk für. Das ist nicht unbedingt nötig. Was passiert aktuell, wenn ich das Multinetwork-Plugin deaktiviere? Ist das dann einfach tot? Wenn man das deaktiviert, dann funktioniert. Solange man jetzt nicht natürlich, wenn man jetzt irgendwas custom entwickelt, was dann auch die Funktion aufbaut, geht es natürlich kaputt. Aber wenn man generell das deaktiviert, dann bleibt erstmal die Grundfunktionalität, dass es mehrere, dass diese Netzwerke existieren und dass man weiterhin aufrufen kann, bleibt komplett bestehen. Man kann dann nur nichts mehr, kann dann nicht mehr die Netzwerknamen oder Domains bearbeiten oder neue Netzwerke hinzufügen oder irgendwas löschen. Generell bleibt es aber erstmal bestehen, weil WordPress eben schon so gemacht ist, dass man kann weiterhin über die Netzwerk-URL das Netzwerk aufrufen. Mhm. Das ist aber auch eben ein wichtiger Punkt, weil WordPress an sich kein Multinetwork direkt in der Oberfläche anbietet, gibt es in WordPress keine Verbindung von einem Netzwerk zum anderen. Man müsste einfach die URL von dem anderen Netzwerk oben eingeben, um dahin zu kommen. Aber das würde weiterhin bestehen. Okay, es würde aber überhaupt nicht mehr so aussehen, als wäre es in einer Installation. Da kommt mit einer Coke Zero rein, das kann nur Robert sein. Und er ist zu spät. Ja, ja. Also es gibt dann keine Verbindung mehr zwischen den einzelnen Netzwerken in der. Intern, ich meine so rein von der GUI. Genau, genau. Okay. Verrückt. Es ist aber selbst, ja, das ist auch noch ein, generell ist es eine interessante Sache, dass das Multi-Network-Plugin fügt eben die Oberfläche hinzu, um Netzwerke zu bearbeiten. Da kommen wir aber dann zu der nächsten Sache, die, also es ist so, wenn man Multinetwork einsetzt, da muss man eigentlich schon immer Hand anlegen, generell noch, um das an seine Bedürfnisse anzupassen. Mhm. Es ist nämlich so, dass das Plugin erstmal diesen Menüpunkt, um neue Netzwerke hinzuzufügen und zu bearbeiten etc., fügt das einfach in den Netzwerk-Admin-Bereich ein. Mhm. Aber man will vielleicht nicht, dass jeder Netzwerkadministrator einfach weitere Netzwerke erstellen kann, wo er dann auch der Netzwerkadministrator wird. Warum denn nicht? Das ist aber erstmal so. Und da muss man dann gucken, weil es ist ja auch so, dass der Netzwerkadministrator in WordPress, der hat automatisch Berechtigung, alles zu tun. Deswegen hat er auch diese Berechtigung, das zu tun. Und da kann man dann entweder erstmal simpel vorgehen und irgendwo in den Code, also an der Stelle bei den Berechtigungen, sich in den Code reinhucken und sagen, nur diese eine User-ID darf das jetzt noch zum Beispiel, könnte man sagen, oder das irgendwie in einer globalen Variable globalen oder in Konstante festlegen oder sowas, welche User-IDs neue Netzwerke erstellen dürfen. Denn das Plugin bringt schon eigene Berechtigungen mit, nur standardmäßig hat die halt jeder Netzwerk-Admin. Man kann noch weitergehen und dann über sowas nachdenken wie Global Admin. Das klingt super fancy. Ja, ich will das. Also ich habe einen Vortrag bei der LoopConf darüber gehalten, über Multi-Network-Organisation und was man da eigentlich bedenken muss, weil eben dieses Multi-Network-Plugin erstmal die Basis mitbringt, aber für den wahrscheinlich für fast keinen Use Case direkt fertig ist, weil man dann eben noch so ein bisschen vor allen Dingen die Berechtigungen anpassen muss. Wenn man jetzt aber an sich schon drüber nachdenkt, dass wenn man an Multinetwork denkt, dann hat und das mit Vergleich mit Multisite, da hat man die ganzen Websites und dann gibt es die eine Ebene da drüber, im Network, wo man dann die ganzen Websites verwaltet.
hast du dann mehrere Netzwerke, brauchst du eigentlich auch eine Ebene darüber, die wir dann typischerweise einfach als global bezeichnen. Mhm. Und es wird hoffentlich niemals Multi-Global geben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Oh. Galaxy Network. Genau. Ich mag das. bevor wir zu den wirklich, wirklich abgedrehten Fragen kommen, und ich glaube, da sind ein paar möglich, wir fallen mehrere ein, haben wir irgendwas zu den Kernfunktionen des Multinetzwerks noch nicht gesagt? Mit wir meine ich dich, weil... Ja, ich überlege. Ich kann jetzt gerade, denke ich, okay, nicht. Ein wunderschöner Use Case, der mir einfallen würde, wäre, ist es möglich, in einem Multinetwork einfach ein Netzwerk zu kopieren, 1:1, um dann da irgendwie den Content kaputt spielen zu können? An sich, also jetzt nicht mit Bordmitteln, das kann man recht einfach einprogrammieren, genau, aber ja, da Netzwerke müssen eben nur, WordPress erwartet zumindest, die Datenbankstruktur gibt es nicht vor, aber WordPress erwartet, dass alle Netzwerke und auch alle Websites immer unterschiedliche Domains haben. Mhm. Du könntest theoretisch schon, denke ich, ein Netzwerk kopieren und dann zum Beispiel Staging dort davor schreiben oder sowas, also wäre vielleicht eine interessante Überlegung mal. Aber andererseits ist es natürlich nicht wirklich eine Staging-Umgebung, weil du im gleichen Setup bist. Zum Content-Staging kann ich mir vorstellen, dass du sagst, okay, irgendwie in dem wird bearbeitet und dann schiebt irgendwas das in das andere Netzwerk rüber. Ja. Du hast Domains eben schon angeschnitten. Domain-Mapping im Multi-Network klingt irgendwie haarig. Ich muss jetzt erst einmal kurz fragen, Domain-Mapping... Ich möchte richtige Top-Level, also Second-Level-Domains. Okay, ja. Dazu brauchst du, das kannst du eigentlich mit Multisite machen. Mit Bordmitteln mittlerweile auch. Genau. Mhm. Und eigentlich funktioniert es dann so mit Multinetwork, da ändert sich eigentlich nichts daran, meiner Meinung nach. Also du musst halt generell schauen, je komplizierter du da vorgehen willst mit der, was du mit den Domains und Pfaden machen willst, da muss man halt darauf achten, dass WordPress hat halt so ein Standardskript, was entdeckt durch die aktuelle URL und den Pfad, welche Site gerade die aktuelle ist und dann eben dementsprechend auch welches Network gerade das aktuelle Netzwerk ist. Und wenn man da dann konfuse Sachen machen will, wie zum Beispiel irgendwie Pfade drei Ebenen tief verschachteln und davon dann noch irgendwie erkennen, ob dann das oder welche, daran erkennen noch welche Website, wo man gerade sich befindet, da muss man eben dann dieses Skript anpassen, was dann entdeckt, wo man gerade ist. Aber an sich kann man ja auch, wie gesagt, mittlerweile mit Bordmitteln einfach in WordPress die Domain zu einer ganz normalen Domain machen und von da aus dann ausgehen. Was immer noch zugegebenermaßen extrem schrecklich UI-mäßig ist, denn du musst immer erst deine Seite mit einer Subdomain oder Subdirectory erstellen, so wie WordPress halt für die Multisite konfiguriert ist. Und dann kannst du aber bearbeiten und da kann man dann eingeben, was man will. Also du kannst aber nicht direkt eine Domain eingeben. Das ist irgendwie einfach nur so ein Oberflächen... Müssen wir mal was dran machen. Ja, genau. Aber wir arbeiten gerade erstmal an saubereren APIs und dann auch eine REST-API-Support von den ganzen Multisite-Funktionen. Und auch, es wird auch tatsächlich sehr wahrscheinlich ein Networks-Endpoint geben. Also da soll es dann schon soweit sein. Und dann kann man solche grundsätzlichen UI-Probleme angehen, von denen noch einige bestehen. Kann ich in einem Multinetwork Subfolder und Subdomain-Geschichten mischen? Das pro ist Netz, also pro Netzwerk dann? Ich glaube nicht. Das ist nämlich per Konstante ja festgelegt. Ja, da gibt's auch, und ich glaube, es gibt auch keinen Filter, um die Konstante zu überschreiben. Okay. An sich ist es aber ja, wie gesagt, eigentlich egal. In den meisten Fällen ändert das nur was eben für dieses Skript, was erkennt, wo du gerade bist. Da du aber das mit einem Drop-in, also das Datei Sunrise.php, die könnt ihr in den WP-Content-Ordner tun. Und
das, was da dann, da könnt ihr dann im Prinzip diese ganze Funktionalität überschreiben, die Multisite standardmäßig macht, um zu erkennen, wo man sich gerade befindet. Und da könnte man dann auch, wie gesagt, man kann das dann theoretisch schon, man kann auch einfach komplett ignorieren, ob das jetzt Subdomain oder Subdirectory ist, immer irgendwelche Domains verwenden, solange das eigene Skript das berücksichtigt. Hm. Keine spezielle Multinetwork-Frage, warum heißt dieses Ding Sunrise PHP? Frag mich nicht. Schade. Ich dachte, es geht. Okay, da meldet sich der Robert. Nee, also wenn du was sagen möchtest, was so vorkommen und dir das Headset aufsetzen. Das will ich wirklich. Jetzt kommt Robert Windisch, der wahrscheinlich gleich mit Gewalt vom Mikrofon entfernt werden muss. Ich glaube, das geht nicht über deinen. Doch, das kriegen wir schon so hin. Das Mikro zeigt auf dein Auge. Bitte? Ja, aber man hört mich ja wahrscheinlich trotzdem. Jetzt zeigt es auch nicht mehr auf dein Auge. Besser. Genau. Ich kann die Sunrise PHP nicht technisch erklären, warum die so ist. Aber wenn man sich den Zustand überlegt, wo sie ist und wo sie reingreift, nämlich beim Hochfahren des Systems. Oh, so habe ich mir das quasi immer erklärt, dass die ja quasi zum Sunrise der ganzen Instanz quasi da ist und deswegen eben im frühesten möglichen Zeitpunkt eben schon Änderungen machen kann. Das klingt verdächtig plausibel. Genau. Mhm. Vielleicht sollte man noch den Shutdown-Hook dann in Sunset oder so umbenennen. Er hat das Mikro tatsächlich von alleine wieder hergegeben. Oh ja, ja. Unglaublich. Gibt es irgendwie einen Plan, wann wir die ganzen APIs sehen werden? Benutzen können? Nichts ist in Stein gemeißelt. Nein. Ich wollte eigentlich sagen, alles ist erstmal, bei allem Dingen ist erstmal, Sites sind wichtiger als Networks, weil es Multi-Network eben ein Edge Case ist, ein noch größer Edge Case als Multi-Site selbst schon ein bisschen ist. Ne? Wir arbeiten halt erstmal an den APIs für die Sites und da denke ich, da sind wir im gegen Herbst oder spätestens Ende des Jahres mit fertig. Und dann, sobald die Sites-APIs, die internen Sites-APIs fertig sind, ist der REST-API-Endpoint eigentlich ein No-Brainer. Da wird dann auch direkt folgen. Und danach ist auch im Prinzip das mit den Netzwerken ein No-Brainer, weil wir uns dann bei den Sites auf eine klare Struktur geeinigt haben. Und das kann man fast replizieren für die Netzwerke. Nur sogar simpler, weil da nicht so viel mit einhergeht dann. Mhm. Also ich denke, Sites spätestens Ende des Jahres und Netzwerke vielleicht dann Anfang nächstes Jahr. Und danach geht es hoffentlich mal daran, Multisite von Grund auf benutzerfreundlicher zu gestalten. Und ja. Da ist ein bisschen Verbesserungspotenzial auf jeden Fall, ja. Gibt es eine Möglichkeit, in Multinetwork irgendwie Plugins oder Themes, nur, also bei Themes ist es wahrscheinlich relativ einfach, aber Plugins nur für einzelne Netzwerke zur Verfügung zu stellen, dass also das Network 1 nur Plugin X aktivieren kann und nicht Y? Auch nicht mit Bordmitteln. Mhm. Also bei Themes ist es ja so, dass man, Moment, du meinst Netzwerk, per Netzwerk, okay. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass der Plugin und der Themes, die Ordner, die sind immer noch komplett für das ganze Setup. Mhm. Generell ist es ja bei Themes so, dass man die auch bei einer normalen Multisite schon pro Website aktivieren kann und das, also das heißt ja in dem Fall nicht freischalten, genau, noch nicht mal direkt aktivieren, sondern nur freischalten. Plugins hingegen sind immer sichtbar. Also man kann nicht sagen, dass das bei einer bestimmten Website nicht angezeigt werden soll oder so. Da kann man sich aber reinhucken, da habe ich auch schon mal ein Plugin zugeschrieben, dass das dann macht. Also das dann sagt, bestimmte Plugins ausschließen kann, die dann nur für den Netzwerkadministrator noch überhaupt angezeigt werden. Wenn man komplett unterschiedliche Plugins oder auch komplett unterschiedliche Themes pro Netzwerk haben will, dann ist das aber auch nicht allzu schwer. Dafür müsste man ein Must-Use-Plugin zum Beispiel schreiben, was früh genug lädt, um dann dynamisch pro Netzwerk zum Beispiel den Ordner, für wo dann Plugins draus geladen werden und Themes draus geladen werden, anzupassen. Mhm. Also da werden ja Konstanten zugesetzt. Und wenn man eben früh genug, ich weiß gar nicht genau wo, aber es müsste eigentlich mit einem Must-Use-Plugin funktionieren. Falls nicht, vielleicht muss man sogar in die Sunrise einfach sich das reinhacken. Die relativ früh lädt, wie wir gerade gelernt haben. Genau. Mhm. Da könnte man dann zum Beispiel sagen, bin ich in dem Netzwerk, dann lad alles aus dem Ordner Network ID 1 Plugins oder sowas.
Und so könnte, also sowas, ich, sowas in der Richtung macht auch definitiv WordPress.com, aber sogar Pro-Sites, weil die erlauben jetzt ja in den teureren Verträgen jetzt irgendwie, dass man auch Plugins installieren kann, und das soll natürlich dann nicht jeder im ganzen WordPress.com-System haben. Das wäre ziemlich lustig. Genau, und da wird definitiv genau sowas angewandt, um dann pro Einzel-, pro Website eigene Ordner zu haben. Wird natürlich dann auch ein riesen Setup, aber ja, so ist das dann. Per Netzwerk ist es dann noch etwas glimpflicher, weil man ja wahrscheinlich nicht 100.000 Netzwerke hat. Bleibt zu hoffen. Ja. Gibt es an der Stelle, es klingt nicht so, als würde es irgendwo Probleme mit der Performance geben, aber ich frage der Vollständigkeit halber trotzdem mal, müsste ich da irgendwas beachten, wenn ich ein Multi-Network einsetzen möchte? Jetzt nicht die Plugin-Umschreibegeschichte, sondern allgemein. Performance-Probleme gibt es ja, ich sag mal, immer, wenn es zu viel wird. Ne? Also wenn die Performance schlecht ist, gibt es Performance-Probleme. Genau, genau. Also die kannst, wenn du eine Multisite hast mit 10.000 Websites, hast du natürlich wahrscheinlicher Performance-Probleme, als wenn du ein Multi-Network mit 20 Websites hast. Mhm. Oder so. Also an sich ändert sich da eigentlich nicht zu viel. Also vom Multi-Network auf Multisite, da ist kein zu großer Unterschied. Wichtig ist natürlich, dass man wenn man das Plugin einsetzt, da werden ja auch die Datenbankabfragen entsprechend gecached und sowas. Ein großes Problem, was halt existiert, ist vor allen Dingen bezieht sich auf die Nutzer, weil User sind eben global. Das heißt, diese Tabelle kann auch mal wirklich riesig werden, also noch riesiger als andere riesige Tabellen. Und User-Abfragen haben im Moment in WordPress kein Caching. Also, das ist nicht so toll. Es ist aber so. Also, daran gibt es auch Tickets, woran da gearbeitet wird. Aber ich kann auch gar nicht genau die Historie, warum genau dieser eine Teil keine gecachten Datenbankabfragen hat. Ich denke, da haben auch größere Netzwerke da ihre Layer darum geschrieben, weil das einfach sonst überhaupt nicht funktioniert. Ja. Aber da hat wahrscheinlich .com auch irgendwie genau. Magie laufen. Haben wir aus dem Publikum Fragen? Ich weiß, es ist gruselig, hier vorzukommen und dieses Headset aufzusetzen, aber vielleicht brennt euch ja irgendwas so unter den Nägeln, dass sich der Weg nochmal lohnt. Begeisterung? Thorsten? Robert? Nein? Möchtest du ansonsten noch was ergänzen? Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, was auch sehr zentral ist, was erstmal nicht so toll an einem Multinetwork ist. Also auch eine Funktion, die einfach standardmäßig nicht da ist. Es ist nämlich so, dass, wie gesagt, User sind global und man kann eben die Nutzer ja, es ist halt möglich, bei zum Beispiel es ist möglich, sich die User nur für eine bestimmte Site anzeigen zu lassen. Was aber schon auch eine sehr komplizierte Datenbankabfrage ist, weil die Websites, in denen ein Nutzer zugehörig ist, nur dadurch dem Nutzer zugeordnet werden können, dass der Berechtigung auf dieser Websites hat. Die sind in einem serialisierten Array gespeichert und würde man alle User von Website 1 haben wollen, dann müsste man muss man halt eine Meta-Query mit Like Query machen, um dann das zu kriegen. Und wenn man dann das auf riesige Tabellen macht, dann kann das auch schon mal schnell problematisch werden. Aber generell gibt es da die Möglichkeit, Nutzer zu einer Site zuzuordnen. Bei Netzwerken gibt es das nicht. Das heißt, wenn man Multi-Network erstmal aktiviert, dann werden in jedem Netzwerk alle Nutzer angezeigt, nicht nur die Nutzer des aktuellen Netzwerks. Okay. Das macht aber auch im aktuellen Kontext teilweise sogar Sinn, weil es ja keinen globalen Admin gibt und man braucht ja eigentlich auch die Möglichkeit, irgendwo alle Nutzer zu sehen. Mhm. Alle überhaupt. Aber standardmäßig würde man natürlich erstmal erwarten, in einem Netzwerk werden nur die Nutzer von diesem Netzwerk angezeigt. Das ist aber im Moment unmöglich, durch eine Query zu vollbringen. Man müsste dann eben, das ist auch was mir persönlich eben sehr am Herzen liegt, das im Core zu fixen. Das ist aber auch was, da müsste man dann so etwas machen, wie dass man, sobald ein Nutzer zu einer Website im Netzwerk hinzugefügt wird, dass der automatisch auch zum Beispiel dann zu dem Netzwerk hinzugefügt wird, dass das auch irgendwo dann gespeichert ist, damit man es eben abfragen kann. Ja, aber das ist eben auch noch ein
ein großes, ja, oder eine unerwartete Sache, wenn man, dass die Nutzer, dass alle Nutzer in jedem Netzwerk angezeigt werden. Gibt es andere Probleme mit Multi-Networks, von denen ich wissen sollte, bevor ich so ein Ding aufsetze? Es ist generell was für Frickler. Ja. Das kann ich, also ich, ja, da kann ich jetzt, fällt mir sonst auch gar nichts mehr konkret ein. Ansonsten kommt aber Robert wieder zum Mikrofon, mal gucken, was er sagen möchte. Nein, es ist nicht für Frickler. Der Ansatzpunkt von Multinetworks ist ja in der Basis, also nur weil ich dir jetzt gerade so vehement widerspreche, es ist ja seit Version 3 mit dem Merge ist ja die Multisite-Funktionalität im Core drin. Mit dem Zeitpunkt kam ja auch die Multi-Network-Funktionalität, ja, weil es schon immer geht. Und weil ich halt auch schon im Meetup gehört habe bei uns so, oh mein Gott, Multisite und Performance und so. Das ist halt, es ist stabil. Es ist quasi stabiler als jetzt wird es nicht, weil es halt auch WordPress.com benutzt wird. Man muss sich halt überlegen, was will man damit erreichen? Was will man als Zusatzfunktionen machen? Und wenn man es quasi braucht, um Leute, um halt Firmen zu trennen, also Firmen global quasi aufeinander zu trennen, voneinander zu trennen und halt dort wirklich über Multinetworks das abzubilden, bietet das ja die Core-Funktion von WordPress. Mit den Usern gebe ich dir recht, klar, dass der Netzwerk-Admin, den du ja sowieso nicht eingrenzen kannst, weil es auch noch nicht die Netzwerk-Admin-Rollen gibt, genau, die auch noch irgendwann kommen, hat der Netzwerk-Admin natürlich, weil er Gott ist, kann er alles sehen. Und das ist halt nichts, was jetzt, also das ist zwar, klingt zwar schlimm, dass man das nicht will, aber der ist ja Netzwerk-Admin und es gibt keine technologische Möglichkeit, aktuell den Netzwerk-Admin zu beschränken. Und deswegen kann er alles sehen und das auch richtig sehen. Ja, du kannst dem Netzwerk bestimmte Admin bestimmte Berechtigungen entziehen mit Hilfe von Do Not Allow. Genau, du kannst einem User Netzwerk-Admin-Rechte im Netz 1 geben, im Netz 2 ist er ein ganz normaler User. Genau. Das geht. Da könnte er also im Netz 1 quasi könnte er alles sehen, weil die Netzwerk-Admin-Rollen noch nicht da sind und es keine Query gibt, um die User quasi zu trennen. Du kannst einem Netzwerk-Admin auch spezielle Berechtigungen trotzdem entziehen. Indem du an den Capabilities, an diesen Berechtigungen da feilst und sagst, wenn du eine Berechtigung im Endeffekt in Do Not Allow auflöst, dann da kann doch nicht mal der Netzwerk-Admin mehr das machen. Schalten okay. Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Robert und Felix den Rest des Raumes verlieren. Ja, so ein Mikro ist gefährlich, wenn das so im Raum ist. Ja, hängt das mal wieder hin. Danke, Robert. Ja, also klar, es hat auf jeden Fall seinen Use Case, sonst würde es ja auch nicht eingesetzt werden. Aber man sollte eben mit Vorsicht es einsetzen, weil man muss eigentlich immer selbst Hand anlegen, um das an seine Bedürfnisse anzupassen. Kann ich denn bestehende Multisite-Installation einfach irgendwie auf Multinetwork heben oder schreit die dann rum? Eigentlich ja, also schreit nicht rum. Okay, dann probiere ich das mal. Das Multi-Network-Plugin erlaubt übrigens auch eine Funktion Move-Site, um dann eine Website von einem Netzwerk ins andere zu bewegen. Das hab ich hab noch nie auf den Button geklickt, aber es gibt's das. Sehr gespannt. Wenn du was hinzufügen möchtest, darfst du gerne... Ach, 5 Minuten, Entschuldigung, man hört dich nicht mit den Kopfhörern auf. Ich denke, wir sind auch soweit am Ende. Ja. Vielen Dank für dieses kleine Experiment. Ja, gern. Danke für die Einladung hier. Es ist sehr ungewohnt, weil zumindest die Aufnahme, die auf WordPress TV landet, nicht geschnitten werden kann. Vielleicht nehme ich aus meiner Robert nachher noch raus, aber das schauen wir dann. ja. Also ich kann nur noch sagen, wer mehr noch sich damit beschäftigen will, guckt euch erstmal auf jeden Fall das Multi-Network-Plugin an. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe einen Vortrag, der sehr in die Tiefe ging im Bereich mit Multi-Network-Management in Bezug auf, wie man dann über das Globale weiter noch nachdenken kann. Da habe ich einen Vortrag der LoopConf drüber gehalten, der ist dann auch auf YouTube unter der LoopConf zu finden. Mhm. Ich würde sagen, da ist eigentlich auch noch ein großer Überblick, der dann sich genauer mit diesen komplizierteren Themen beschäftigt. Sehr schön. Die Links dazu und zu den anderen Sachen, die wir erwähnt haben, gibt es in den Shownotes auf presswerk.net. Ich glaube, auf WordPress TV können wir sowas nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Sehr schön. Felix, magst du zum Schluss noch sagen, wo wir dich im Internet so finden, wo man dich verfolgen kann? Ja, ja. Ich bin eigentlich überall, so auf Twitter, GitHub, sowas Unwichtiges wie Instagram. Da heiße ich überall Felix Arns, einfach zusammengeschrieben, wie mein Name ist, ARNTZ. Und sonst bei WordPress.org ist mein Nutzername Flixos90. Ja, denn das hatte ich schon. Das hatte ich schon, bevor ich alles andere hatte. Und da habe ich noch nicht meinen eigenen Namen benutzt. Wer tut das auch? Das Presswerk gibt es auf Twitter als Presswerk-Cast, im Internet als Presswerk.net. Wir sind auf iTunes, da kann man uns abonnieren und Sterne verteilen. Außerdem sind wir demnächst bestimmt auch wieder auf dem nächsten deutschen WordCamp in ihrer Nähe und machen das hier vielleicht mal wieder. Es war ganz lustig, auch wenn es ein bisschen gruselig ist, wenn so viele Menschen auf einen gucken, während man dieses dusselige Headset aufhat. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.